Moin Moiner, meine lieben Freunde, und seid damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge GTA 5 Online Custom Maps zusammen mit dem Volt Action. Jo. Dem René. Grüße. Dem Flo. Jo. Und andere. Noch jemand anderem, von dem ich gerade den Namen leider nicht weiß. Nifty. Ja, genau. Von mir. Hallo, Nifty. Okay, wir spielen eine Volti-Bolti-Stunt-Map von René. Guckt mal, noch nicht nach hinten gucken, bitte. Noch nicht nach hinten gucken. Oh! Ja, ihr seid so lame. Gebaut vom René. Das sind ihr jetzt schon. Wieso habe ich hier. Alter. Ah! Das ist eigentlich schon. Ich wollte schon sagen. Wow. Oh, das ist so lame, Nifty. Alter. So lächerlich und. Hi. Und wie geht's jetzt so? Ah! Aua! Gold, weißt du noch, als ich mein Mod-Menü noch hatte und so richtig an dem Shop vorbeigespeedet? Ja. Gold, weißt du noch, als ich mein Mod-Menü hab und jeden getrollt hab? Als Maul. Weil ich hatte das Mod-Menü. Das war nicht schön. Das war schön. Das war nicht professionell genug. So, im Achtung, Gegensatz zu dir habe ich mit meinem Mod-Menü auch anständige Sachen gemacht. Ja, ich auch. Zum Beispiel, nein. Denise 300 Millionen getroppt. Cool. So, Thumbnail. Ich hab Caro 500 Millionen gegeben. Ich hab Thumbnails gemacht. Ja, ich hab Denise aber noch anderes gemacht. Outfit und so. Und ich hab mir Painjob gemoddet. Hey Leute, gemoddet. Bitte mal warten. Der ist zum Beispiel auch gemoddet, der Painjob. Der Mod-Map heißt einfach Void. Wer hat diese Karte gemacht? Ich. Du hast gute Arbeit gemacht. Bis jetzt. Hey, warum? Die Karte ist nicht schlecht. Ich kann eine einfach im Multiplayer auf der normalen Welt bloß so einer. Ja, Digga, dieses Volt Action dahin zu machen, das war so okay, schwer. Okay, jetzt stellen dich, die Sprecher hassen werde. Ach, ich hab noch nie das Spiel, ich bin noch nie. Ja, wenn du dich mal, wenn ihr mal gemacht hättet, was ich gesagt hab, und die euch mal da links hingestellt hättet, wo es aufhört, ich bin noch nie hättet Volt ihr gewusst, was ich meine. Nein, wie oft seid ihr schon Volt Action? Oft. Sehr oft. Ja, sehr oft. Oh mein Gott. Leute, rückwärts! Also ich glaube so mal Hälfte meiner Grenzen so, Wallride. First try, guys. Da also habe ich eine gute Map echt nicht Wallride weg. Die 5 hintereinander. Und eine Spirale, die einfach so. Und eine Spirale. Wer ist jetzt raus? Power. Hallo Patrick for Life. Auch nice. Alter. Ja, ich habe gerade auf meinem Ich habe gerade auf meinem 2 Bildschirm OBS, deswegen sehe ich das gerade nicht. Ah. Muss man oben. Deshalb habe ich overholt. Nach oben springen, ja, oder wie ist es? Was? Von unten nach oben am Ende vom Warrior, ja. Ach du Scheiße, ich kann nicht mehr im Warrior. René, warum hast du in der halboffenen Röhre so viele Punkte gemacht? Damit ihr auch einen Grund habt anzuhalten. Weil ich da habe ich ja gemeint, nach rechts ach so. Rausfahren. Achso, habe ich nicht gemacht. Aber ich habe schon ein cooles Thumbnail gemacht. Also das ist auf jeden Fall. Ich hab's gemacht, jetzt. Neues. Ich kurz. Ich kann so welchen Maps nicht. Wer ist vor mir? Ah, Crossfire, willkommen im Club. Wollt, du musst respawnen, kommst du nicht raus. Ja, weiß ich. Ich mit abschießen oder ohne? Ohne. Okay. Crossfire, gib mir mal ein bisschen. Nein, nein! Okay. Crossfire, soll ich dir ein bisschen Boost geben? So. Sprint geben. Oh. Ja, geht also, ich bin gleich in Runde 2. Ja, ich werde auch schnicken, weil ich deine Katze in der halben Minute rum oder eine Minute. Moment, es. Oh. Warte, Crossfire, soll ich dir Wind geben? Es gibt 2 Runden? Ja, ja. 2. Oh, Scheiße, ich mag dich doch nicht mehr. Ich glaube, wir haben schon. Ich Crossfire haben schon Probleme am Anfang. René, ich hatte gerade ein bisschen Tool Speed, glaube ich. Ich bin jetzt in Runde 2. Ich bin gegen Sound getriftet. Ich bin Crossfire, komm hier nicht weiter. Vor allem ne? Von hier hinten, ab Punkt Alter. 50, 51, nee, 51, kannst du nochmal komplett alles sehen. Ja. Da, wo du jetzt bist. Ich hab's geschafft! Das erste Mal in meinem Leben habe ich jetzt Wallride geschafft.
Hey, Moira, so, ist generell so nicht schwer. Du musst einfach, wenn du neu bist, oder generell einfach nur tippeln und nicht durchdrücken. Ich meine, die Cunning Stunts Warlords sind jetzt echt nicht schwer, aber damals noch die Hardscore Warlords. Ach, da habe ich noch ein paar vor oder so. Ja. Ich habe auch eine Hardcore Cunning Stunts Warlords Map, also. Nee, kennt die ja. Die haben die zum Beispiel gespielt. Halt die Fresse, Alter. Ich hab noch eine schwere Map. Ich hab die nie geschafft. Ich hab jetzt aber nicht gemacht. Wie man diesen Warlord schaffen soll. Ich hab die einmal geschafft. Das war Lucky West. Wenn ich in der Spur zu bleiben, dann bricht mein Auto aus. Ernsthaft? Werde dann die anderen Klinien gelegt oder so? In Granaten. Wieso schmeißt Granaten, Alter? Ich will nicht sterben. Hallo? Alter, was geht? Lol, hat's echt jetzt geklappt. Ja, was denkst du denn, wenn ich nicht runterholte und mein Pferd da voll rein? Sorry. Hm, da könnt ihr mir rein von, nö, das passiert wohl nicht, ich wollte voll runter. Ich war. Okay, ich dachte schon, ich war so schnell im Warlord. Passt. Bist du immer. Ja. Wer ist eigentlich Crossfire? Bist du immer noch da oben? Was? Bist du immer noch da oben, Crossfire? Ich weiß nicht, wie ich diese Warbite schaffen soll. Ich versuche die ganze Zeit diesen Fest zu machen. Ich habe eine Annäherungsmine. Ach, wie schade. Hat wer Annäherungsmine gesetzt? Ah, ich hab geguckt, ob ich welche haben wollte. Ja, doch. Alle kriegen diesen perfekten Warbite hin, nur ich. Du bist lame, Flo. Ich hab den gerade eben auch nicht hinbekommen. Glaub mir. Das ist easy, wenn man das hat. Also ich sag mal so, ich hatte gerade noch welche, aber ich habe keine mehr. Ja, jetzt habe ich auch keine mehr. Wollt. Okay, nee, hat gerade schon eine ausgelöst. Jedes Mal, wenn ich von der Kurve verfliege und wieder hochlenken möchte, breche ich die aus und gehe raus. So, da werde ich auch. Ich fahr einfach. Hat überhaupt ja auch geklappt. Zweite Runde? Ja. Was soll jemand mit Vollspeed auf die Spirale drauf fahren? Das fällt mir jetzt mal wieder First auf. First try. Nice. Nein, ich sage es First Try. Oh. Hey, ich hab bis jetzt alles First Try. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Runde. Ich hab deine Freundin auch First Try genagelt. Aha. Genau. Ja, die war. Also deine imaginäre Freundin. Ich hab's auch First Try. Also Digga, die Sexpuppe von deinem Vater steht. Die müssen immer worldwide sein. Ich dachte, von deinem Vater ist die. Ach nee, wenn sie vom. Ach nee, dann. Nee, mein Vater hat eine Frau. Ey, auch. Ich will aber nicht, dass das Video demonetarisiert wird, da kriege ich die 50 Cent nicht, also... 50 Cent, Geld, geil, das. Ja, ist so. Ey, ich wollte einen Rekord machen. Ja. Ich sag dir ja, du hast gefragt, ich hab noch alle, aber jetzt habe ich keine mehr, sag dir, da sind doch vier andere. Das stimmt. Hey. Viel Spaß. Fahr vorsichtig. René, streamst du immer noch auf CLP? Ich bin gerade über zwei rüber. Ey, ich bin gerade zwei ausgewichen. Auf der Mittelstrecke. Ah jo, da war noch einer. Ja. Ich hab fünf Stück gelegt, also. Ich hab auch fünf Stück gelegt, eine davon hat René schon mitgenommen. Ich habe eine kaputt gemacht. Achso. Und ich hab eine ausgelöst, um in die Luft zu gehen, sag mal so. Ja, mach ich jetzt. Wollen wir mal irgendwann mal eine Strecke ohne Warbite machen? Ne. War doch die letzte. Und eine eingebaute Warbite. Und ich bin im Ziel! Oh, nee. Oh mein Gott, das war knapp. Warum ist hier Minenfeld? So, ich schaffe nie solche Warbites, weil entweder mein Auto aus der Kurve rausfliegt oder wenn Volt, warte mal auf mich einlenke. Ich mach dich nicht kaputt, ich schwör's dir. Brich mein Auto aus. So, wir gucken jetzt mal den guten Volt Action zu. Ja. Ja, nicht dem Crossfire von. Das Crossfire. Nein, zu schnell. Naja, da würde ich jetzt schon sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall auch bei dem René und bei dem Volt Action vorbei. Link zu den beiden ist unten in der Videobeschreibung. Und wie? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. War es wenigstens knapp, Volt. Wenn ihr neu seid, dann lasst ein Abo da und dann würde ich sagen, reingehauen. Ja.